Fast 18 Jahre nach der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland müssen sich die früheren DFB-Präsidenten Zwanziger und Niersbach sowie der ehemalige Generalsekretär Schmidt vor dem Landgericht Frankfurt am Main verantworten. Im Prozess um das sogenannte Sommermärchen wirft ihnen die Staatsanwaltschaft Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall vor. Die Angeklagten wiesen dies strikt zurück. Noch immer wirft das Sommermärchen 2006 lange Schatten. Deshalb stehen seit heute drei verantwortliche Funktionäre in Frankfurt vor Gericht. Die beiden ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie Ex-Schatzmeister Horst Schmidt müssen sich Vorwürfen stellen, die weit zurückliegen. Dabei geht es ausdrücklich nicht um Bestechung. Aber es geht wieder einmal um rund 6,7 Millionen Euro, die Franz Beckenbauer 2002 vom damaligen Adidas-Chef Dreyfus bekam und die an den FIFA-Vizepräsidenten Bin Hammam transferiert wurden. 2005 wurde das Darlehen zurückgezahlt, aber nicht von Beckenbauer, sondern vom DFB. Der überwies die gleiche Summe an die FIFA, die das Geld an Dreyfus weitergeleitet hat. Abgerechnet hat der DFB die Summe aber als Zuschuss für eine WM-Gala, die nie stattgefunden hat. Deshalb der Vorwurf heute: Steuerhinterziehung. Es geht hier um die unrichtige Steuererklärung, dass eine Betriebsausgabe geltend gemacht worden ist, was keine Betriebsausgabe war. Während zwei der drei Beschuldigten eine Einstellung des Prozesses anstreben, lehnt Theo Zwanziger das ab. Wir haben uns also diesem Einstellungsantrag nicht angeschlossen, weil wir möchten gerne die Steuerfahndung erleben, wie sie das begründen, was sie in den Jahren von November 15 bis zum Mai 18 gemacht haben. Das wird interessant. Die beschuldigten Ex-DFB-Funktionäre Zwanziger, Niersbach und Schmidt weisen alle Vorwürfe zurück. Bis Ende Oktober hat das Gericht 24 Verhandlungstage angesetzt.